Schaut's aus, liebe Disney Infinity Freunde, zu diesem neuen Unboxing. Heute, Freunde, gibt es nicht nur eine Figur. Heute gibt es nicht nur zwei Figuren. Nein, heute gibt es drei Figuren. So, beruhigen. So, da haben wir nämlich aus 1.0 die Special Edition, also die spezielle Version von The Lone Ranger, den Kristall Lone Ranger mit exklusiven Kräften. Ich habe schon mittlerweile zwei Kristallfiguren, ich weiß nicht, welche spezielle Kräfte die haben. Falls ihr das wisst, könnt ihr es mal in die Kommentare schreiben, falls ihr auch Kristallfiguren besitzt, was sie können. Ich weiß das nämlich nicht. Aus 2.0 haben wir den starken Drax aus Guardians of the Galaxy. Und aus 3.0 haben wir eine Figur, die eventuell schon mehrere Tage auf dem Markt ist. Bei uns ist sie erst heute auf den Markt gekommen und ich freue mich, sie zu haben, ohne zu wissen, was sie überhaupt kann. Ich gehe da blind rein, wie eigentlich bei jeder anderen Figur auch. Aber bei ihr gehe ich total blind rein. Und zwar haben wir hier Marvel's Vision. Also, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber da steht es zumindest drauf. Marvel's Vision. Ja, sieht schon mega geil aus. Sieht wirklich, wirklich nice aus, diese Figur. Bei ihm steht: Dieser tapfere Krieger kämpft Seite an Seite mit den Avengers für den Weltfrieden. Ich bin froh, dass es ein Held ist, damit ist es doppelt so geil, wie wenn er ein Schurke wäre. Ich sag nichts dazu. Aber es wäre geil, wenn er auch ein Schurke wäre. Aber es ist doppelt so geil, dass er auf der guten Seite ist. So, da haben wir die Verpackung hier von hinten und von vorne. Und Lone Rangers Verpackung von vorne und von hinten. Und natürlich die Drax Verpackung von vorne und von hinten. So, und wir fangen an mit The Lone Ranger. Da fliegt die Karte wieder runter. Das kennen wir ja schon alles. Ist ja Standard, dass die Karte wegfliegt. Hui, macht sie. Hui. So, zeigen darf ich euch die Rückseite nicht, aber das da darf ich euch zeigen. Die Karte ist ganz, ganz klar. Ist ganz normal. Zack. Komm raus. Ich will mit dir spielen. So. Da haben wir ihn. Sieht schon cool aus. Ich finde dieses Gefühl einfach mega gut, wenn du eine neue Figur hast, die du noch nie zuvor in den Händen gehalten hast. Natürlich bin ich dieses Gefühl von dieser Figur gewohnt, denn mein Cousin hat die normale Figur davon. Und jetzt habe ich die Special Edition Version von Lone Ranger. Stellen wir mal hier hin. So, dann der Drax. Blödes, die Verpackungen sind während der Fahrt kaputt gegangen, weil ihr müsst wissen, Freunde, die habe ich mir in Darmstadt geholt. Ich war heute in Darmstadt, wir waren da, glaube ich, fast eine Stunde unterwegs, um da erstmal hinzukommen. Ja, und jetzt sind sie bei der Rückfahrt leider ein bisschen beschädigt worden, die Verpackungen. Für uns umso einfacher, weil wir können sie dann leichter aufmachen. Seht ihr? Die Karte macht keine Reise. Warum? Warum machst du keine Reise, du blöde Karte? Sie ist nicht runtergefallen. Das ist doch Standard. Jetzt bin ich traurig. Komm jetzt raus! Du Sack, Alter! Mann! Das kann wohl nicht wahr sein, Alter. So sieht er aus. Und ja, die Hose sieht ein bisschen aus wie die von Han Solo, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Und jetzt Marvel's Vision. Oh, ich kann es mir gar nicht vorstellen, diese Figur überhaupt in den Händen zu halten. Oh mein Gott, dieser Moment, wenn ich sie jetzt aufmache. Seid ihr bereit, Freunde? Seid ihr bereit?
Ich habe zu langsam aufgemacht. Scheiße! Na super. Ja. Ach, die Karte hat auch keine Reise gemacht. Warum denn? Warum? So, hier haben wir die Karte, Freunde. Hier haben wir die Karte. Und übrigens ist mir eingefallen beim letzten Video, dass ich einen Fehler gemacht habe, als ich gesagt habe, dass von Hulkbuster es die einzige Karte wäre, die blau ist. Das war natürlich Schrott, was ich da erzählt habe. Ist mir auch hinterher dann eingefallen, aber ich war zu blöd, es zu sagen. Denn es gibt richtig viele neue Marvel-Charaktere und, wie ich gerade gemacht habe. Und, ja, Black Panther, Marvel's Vision, Ant-Man, Marvel Battlegrounds und er. Und der neue Spider-Man, der schwarze. Den gab es ja anfangs nur in Amerika. Oh, ruhig, ruhig. Und, den gibt es jetzt auch bei uns. Richtig cool. Ja, gut, aber. Lohnt sich eigentlich nicht, wenn man auch den normalen Spider-Man hat. Kann im Prinzip eigentlich dasselbe. So, und jetzt packen wir den. Oh mein Gott, dieser Mantel. Dieser Mantel. Oh mein Gott, der ist so leicht. So. Boah, dieser Mantel. Schau ich das mal an, wie leicht verbiegbar der ist. Oh mein Gott. Muss man ja richtig aufpassen. Oh mein Gott, aber... Oh, dieses Gefühl. High five, Freund. Ja. Yeah. Da kann's halt eben. Boah, mega gut, dieses Figur. Schaut euch mal diesen Mantel an. Boah, mega super. Super, super, super. Nice. Richtig nice. So, was mir aufgefallen ist, auf der Verpackung hinten... Wo dieses Bild da ist, das könnt ihr jetzt nicht sehen, hat er hier, auf dem Bild, wo die Figur noch zu sehen ist, hat er grüne Augen. Hat er hier nicht. Also alles komplett total merkwürdig. Auf der Figur hat er blaue Augen, auf der Verpackung sind es leicht grüne Augen und hier, wie er im Spiel angezeigt wird, sind es braune Augen. Lustig. Nein, ist nicht lustig. Ist scheiße. Jetzt weiß ich natürlich nicht, welche Augenfarbe er wirklich hat. Das werden wir im Spiel rausfinden, Freunde. Das werden wir rausfinden. So, Freunde, das war das Unboxing gewesen von meinen drei neuen Figuren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ja, gebt mir einen Daumen nach oben. Abonnieren nicht vergessen, um kein Unboxing, kein Let's Play zu verpassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei einem neuen Video, würde ich sagen. Bis dann und Peace.